Und damit ein herzlichstes Willkommen zurück hier bei Europa Universalis 4. Ach ja, eigentlich schon sehr interessant zu lesen, ab wann denn aus Dänemark Skandinavien geworden ist. Wow, hab ich das lange Zeit übersehen. Aber was man hier schön sieht, Frankreich macht da unten richtig Ärger. Wahnsinn, Wahnsinn. Wir gehen mal ein bisschen näher ran hier und machen hier mal die Kamera an. Damit, oder die Kartenoption, sieht man das ein bisschen besser. Sehr schön, sehr, sehr schön. Ja, die Provence, wo sie hier wieder bekommen haben. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, dass seit 1.6 Frankreich enorm aggressiv geworden ist, was hier die Ausbreitung zumindest mal angeht. Ne? Das ist eigentlich selten. Meistens hat Frankreich eher dann so ein bisschen Probleme, gerade in Bezug mit der Provence. Aber hier, Wahnsinn, Wahnsinn. Und Österreich ist mal wieder in einem tollen Krieg. Hessen, Bayern, Ulm, okay. So, aber Skandinavien, das wollte ich mir noch ein bisschen anschauen, während ich hier sehe, dass Schottland echt dran ist. England hat gegen Cornwall nicht gewonnen. Ah, okay. Hat sich damit erledigt. Ach, die sind auch mit denen im Krieg. Uiuiui. Mit Schottland, Litauen, Polen, Brandenburg und Österreich verbündet. Okay. Ruf ist eher 0 auf 0. Die sind also katholisch, nehme ich an. Ne, protestantisch. Wir sind katholisch. Mein Gott, ich muss mich dran erst noch gewöhnen, dass ich mal was Katholisches spiele. Okay, dänisch ist die Leitkultur. Was gehört noch dazu? Dänisch und norwegisch. Okay, das hat mich nämlich am meisten eigentlich interessiert, ob finnisch auch dazu gehört. Aber nein, gehört nicht dazu. Okay. Und was haben die denn für dänische Ideen? Jährliche Legitimität plus, okay. Schiffslebensdauer plus 5%. Okay, also bedeutet die leiden nicht so viel Schaden über Zermürbung. Vorne's Cup. Erholungsgeschwindigkeit der Mannstärke plus 10%. Wow. Jährliche Flottentradition plus und nationaler Steuermodifikator plus 10%. Ist jetzt nicht so umwerfend, aber die haben einen richtig geilen Herrscher. 666, das Beste, was geht. Allerdings, der Kerl ist erst 8 Jahre alt. Ach halt, nee. Christian ist jetzt aktuell. Der Thronfolger ist gerade mal 8 Jahre alt und 333. Naja, gut, okay. Das ist natürlich dann schon ein starker Fall, ne? Definitiv. Die Rivalen England, Moskau und die Ottomanen. Wie kommt denn das zustande? Na ja, gut, was soll's. Liegt jetzt ein. Was ist mit der? Ja. Ich glaube, ich entsinne mich. Ich glaube, genau da war ja was. Wir sind ja hier unten am Werke. Ansonsten sind wir natürlich hier drüben mit den Irokesen und den Ottomanisch. War ich im Krieg? Genau, weil wir haben ja einen Regentschaftsrat derweil. Was ich da angeklickt habe, das habe ich immer noch nicht so ganz gecheckt. Ich habe mir aber auch das Video aktuell noch nicht so ganz angeguckt. Okay, allerdings, wir haben ja einen Regentschaftsrat. Stopp, Pause. Genau, wollte ich gucken, wie lange. Da brauchen wir 10 Jahre, also knapp 10, 9 Jahre eigentlich. So mit 16 werden sie ja. Oder können die ja die Führung übernehmen. Aber der Regentschaftsrat 423 ist im Vergleich zum Philippe eigentlich, ja, diplomatisch, wo wir halt ein paar Einbußen haben. Was ich natürlich auch noch machen wollte. Genau, Mensch. Wir haben
Genau, 3 diplomatische Positionen frei, zumindestens mal die. Ja, Beziehungen werden wir erstmal machen, ja, und natürlich die Anzahl der Großmachtverbündeten für Portugal. Wir haben gerade mal 2 Stück, also jetzt haltet doch mal die Nasen, ihr Skandinavier. Mensch, 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 Beziehungen verbessern, go, 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 do it. Ansonsten dürften wir militärisch die Erholungsgeschwindigkeit der Mannstärke 20%. Das wäre natürlich schon nice, aber wir sind derzeit hinten dran. Wir genießen derzeit sogar noch den Nachbarbonus. Okay, Kinas. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Wir sind hier drüben. Das sind die Ottowanisch. Ottowanisch, Ottowanisch. Haben die noch mehr? Ich würde zumindest nichts sehen. Das bedeutet Diplomatie. Genau, die sind nicht Kriegsführer. Dieses Mal bitte auch aufpassen. Wir haben keinen Diplomaten. Oh. Ja, dann holen wir den mal aus Schottland zurück. Frankreich, den will ich lassen, auf alle Fälle. So frei. Diplomatie. Ah! So rum wird ein Schuh draus. Okay, genau, stimmt. Jetzt entsinne ich mich. Wir haben den Krieg erklärt, allerdings dadurch, dass die Ottowanisch einfach die kleinere Nation sind, hat einfach die Irokesen die Kriegsführungen übernommen. Was soweit ja nicht verkehrt ist. Gut, dann gehen wir halt nach Hause. Wie sieht es hier aus so mit Rebellen? Eigentlich ganz gut. Und jetzt, genau, genau, genau. Wie viele Kolonien haben wir denn derzeit am Laufen? Weil mir war, dass ich die 3. Kolonie vergessen habe. Kolonialer Unterhalt? Ja, genau. Wir haben nämlich nur 2 am Starte. Das bedeutet, nach Santani werden wir auch gleich noch einen schicken. Da ist jetzt keiner. Moment. Wir haben jetzt hier unten einen Kolonisten. Genau. 1. Ach, der kommt ja da unten erst an. Ja, da war ja was. Da war ja was. Go, 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 go. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Achso, halt, Transportschiff, das wollte ich schon sagen. Ah ja. Jetzt wird's knapp. Das wird echt sauknapp. Ende des Monats sinken die Schiffe und die Leute kommen raus. Sie kommen raus, sie kommen raus, sie kommen raus, sie kommen raus, sie kommen raus. So, das wollte ich sehen. Ja, gut. Die Schiffe werden so oder so sinken. Okay, Ketzerei. Einer eurer Berater wagte es, bei eurem letzten Bankett mit einem Bischof zu argumentieren. Und die Kirche hat einen Inquisitor entsendet, um ihn über seine Ideen zu befragen. Ihr könnt euren Einfluss geltend machen, um ihn zu verteidigen. Oder euch der Kirche beugen, um die Gunst des Papstes zu erlangen. Vater, dein Wille geschehe. Der Naturwissenschaftler Riude stirbt oder wir erhalten 50 administrative Macht und verlieren 20 Papsteinfluss. Jetzt ist die Frage, was macht dieser Diplomat? Obbel, Produktionseffizienz. Würden wir einen cooleren bekommen? Wir würden in der Tat einen etwas. Nutzen wir jetzt 10 Papsteinfluss was? Wir investieren hier in diese beiden und ich sehe, Portugal ist da direkt auf den Fersen mit 227. Dann würde ich sagen, Vater, dein Wille geschehe.
Und dann schnappen wir uns. Jetzt wird's interessant, ne? Wie hoch ist unsere Inflation? Ja, das ist jetzt nicht so hoch. Die Missionarsstärke würde mich definitiv momentan mehr reizen. Ne? Das könnten wir dann alle machen, letzten Endes. Wir haben sogar zwei Missionare über, sehe ich da gerade in der Liste. Und der ist fast fertig, also von daher lassen wir das. Und endlich hier unten angelandet. Ich glaub's ja gar nicht. Und die Heretiker von Kabu gehören nun endlich meiner Religion an. Ja, super. Ah, das hätten wir damit gewöhnen. Und jetzt machen wir Miese wegen... wahrscheinlich habe ich mich dazu... Ah, jetzt machen wir wieder Plus. Okay, okay. Dann habe ich mir noch eine andere Sache überlegt. Ob ich den Handelseinfluss, den wir hier generieren, überhaupt rüber nach Westeuropa leiten will. Panama! Sehr gut. Unsere Schiffe sind gesunken. Sehr gut. Weil... derzeit haben nur wir Schiffe dort. Und haben trotz allem nur 30... da unten sind wir. Nur 16%. England hat noch nicht mal Schiffe dort. Aber ein Händler. Da kommt doch noch nicht mal Geld an. Doch, kommt Geld an. Weil unsere koloniale Nation hat natürlich Geld entlang schiffert, ne? Mal besser an dich. Wir haben ja schon ein recht hohes Revoltenrisiko und da unten wollen sie jetzt Ärger. Ja, nehmen wir halt die Disziplin. Das ist jetzt in Ordnung. Algerien hat mal wieder ein bisschen was gegen uns vor. Irokesische Bauern haben sich erhoben. Aber, mein Gott. Sollen sie mal machen. Halt, wir haben ja noch einen Kolonisten frei. Da, 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 da. Santani, bitte kolonisieren. Gautu, jetzt haben wir, glaube ich, von wegen alles. Guck mal an, da hat sich noch eine Kolonie versteckt. Der Rest kann natürlich mal hier hingehen. Sollten da vielleicht mal das machen? Wer... na, wir lassen die mal drin. Ja gut, bei 0,8 sollte jetzt nicht mehr ganz so viel geschehen. Das lehnen wir natürlich ab. Die bitte zusammenfügen und dann halt bitte mal in ein Gebiet gehen, wo wir auch die Reserve haben, dass wir da ein bisschen die Leute drin stehen lassen dürfen. Das Versorgungslimit, nicht die Reserve, nicht die Reserve. Ja, das war vielleicht mit dem anderen ein bisschen arg übertrieben. Ja, was heißt übertrieben? Übertrieben ist jetzt das falsche Wort dafür. Der Berater, der Teure. Da war wahrscheinlich die dritte Kolonie noch nicht ganz so implementiert. Oder was jetzt implementiert? War der einfach noch nicht da, ja? Gut, tropisch, das bedeutet natürlich, es wird hier unten recht lange dauern, aber von der Aggressivität her, ne, geht das eigentlich. Und guck sich das mal einer an, wenn wir nur ein Schiff verloren. Die Frage ist jetzt die, wirst du hier eigentlich schon repariert, während die Kolonie im Aufbau ist? Wird es, das ist sehr gut. Sehr, 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 sehr schön. Wie sieht es hier drinnen aus? Wir haben beide...
Also ich hoffe, dass der da hier raufkommt. Ne? Also jetzt haben wir schon so viel hinein investiert. Jetzt investieren wir den Rest auch noch hinein. Was soll der Geiz? Ne? Was soll der Geiz? Okay, wie lang braucht es denn hier? So, jetzt allerdings noch was anderes überprüfen. Von wegen Portugal und so, ne? Panama. Gib mir mal... Warum ist das da Ding nicht da? Ich habe das bestimmt nicht ohne... Nicht ohne Grund. Also mit schon Grund genommen, oder? Sao Vincento. Ups. War ich da nicht der Meinung, das war die Kolonie? Ah, herrlich, herrlich, herrlich. Was würden wir für kriegen? Das ist natürlich lecker. So, jetzt sind da unten wieder welche. Das ist ja herzallerliebst. So. Gut, 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 gut. Das hätten wir auch geschafft. Perfekt. Also gut. Dann bitte einmal den Frieden verhandeln. Die volle Annektierung. Ottawa, 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 dort oben. Gold kriege ich leider keins. Forderungen senden und... So, das nahmen sie an. Der große Seemann Philippe der Erste. Ach so, ja, jetzt Kastilisch ist gestorben. Sehr schön. Das habe ich doch nicht bekommen. Auch Dings auch von Art Annektierung drinnen. Ja, die nehmen wir natürlich direkt an. Akzeptieren. Also wir bräuchten... Wenn wir es so machen, finden wir es einfacher. Ha, das ist schon teuer, ne? Aber man sieht ja, wie viel Verdienung die bringen, ja. Allerdings, Revoltenrisiko ist ja sehr... Was? Oh, nee, ich glaub's ja gar nicht. Jetzt kriegen die da unten schon wieder was auf den Deckel. Mann! Leute, ihr wisst, dass es teuer ist, dass ich mir das nicht so lange leisten kann. Gut, 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 gut. Ich meine, solange das hier unter meiner Kontrolle ist, ist das ja gar nicht so verkehrt. Diese Gebiete hier, also wenn es fünf aneinander hängende Kolonien sind, oder Provinzen, wie hier oben, und die natürlich in der entsprechenden kolonialen Bereich sind, wird daraus eben automatisch eine Kolonialnation. Deswegen, also auch wenn man hier jetzt da den Frieden verhandelt, dann geht das halt automatisch rüber zu der entsprechenden kolonialen Nation. Ich muss das da denen nicht rübergeben. Das hat man eigentlich nur deswegen gemacht. Früher konnte man sich, wenn man schnell genug war, so wie wir jetzt hier, wirklich einen Großteil sichern. Und hat dabei Dukaten gemacht bis zum geht nicht mehr. Also da hat man so 200 bis 300 Dukaten pro Monat erwirtschaften können, ohne Probleme. Dann hat er auch so ein Soldatenkontingent, dass man hier drüben einfach, ja, stellenweise durchmarschiert ist. War fast ein bisschen wie Cheaten. Auf der anderen Seite, wenn man halt da drüben Probleme gehabt hat, musste man dauernd hin und her. Also ich finde das gar nicht so schlecht wie diesen kolonialen Nationen. Ja, finde ich eigentlich nicht schlecht. Okay, diplomatisches Fettnäpfchen. Mitten während eines wichtigen Staatsvorgangs, bei einem unserer Nachbarn, ist unserem Botschafter ein unglaublich schrecklicher Fehltritt passiert.
Der Nachbar verbreitete sich in Windeseile und unsere Diplomaten haben eine schwere Zeit, da unsere Nachbarn viel Zeit darauf verwenden, sie auszulachen. Diplomatisches Geschick minus 5. Das bedeutet also, unsere diplomatischen Aktionen werden in Zukunft etwas länger dauern. Okay, da machen sie die nächste Kolonie. Sehr schön. Ich bin das immer wieder froh, wenn man sieht, wo sie denn arbeiten. England wird hier unten schön weitermachen. Eigentlich müsste ich ja nur nach dem komischen Typen schauen, der hier Bäume fällt, aber... Ja, okay. Und Spanien wird hier unten, beziehungsweise Kastilien da, okay. Die breiten sich da unten eigentlich aus. Sollen sie doch tun, was auch immer sie wollen. Ja, jetzt hat das da unten allerdings nicht für den Panama-Kanal gelangt, beziehungsweise die Quest ist noch nicht da. Vielleicht kommen die ja noch später. Ja, oh nein, greift halt an, was soll's. Macht doch, was ihr wollt. So, okay. Ihr geht da rein und nicht vergessen, meine Soldaten müssen natürlich auch wieder da runter. Oh, kommt schon, jetzt müsste ich da sein. Mist, ich hätte mal früher runtergehen sollen. Allerdings, wenn die Regimenter natürlich noch so gering sind. Oder wir hatten Kriegsgrund gegen die. Naja, und was soll's? Wo bleibt's dann? Hopp! Kommt! Auwi! Fiddy. Ja, wenn er natürlich keinen General mit dabei hat, ist das alles auch meistens gar kein Wunder, würde ich sagen, ne? Ah, so gefallen mir die Einnahmen. Wie viele sind es wieder? 12.000? Dann geht mal da rein. 13.000. Sehr schön. Da rein. Wie viele sind es denn eigentlich insgesamt? 13.000. Allerdings kriegen die auch noch Leute dazu. Also kommt, lass mal's. So, 14.000. Fehlen nur noch 2000 Beschwerden über einen Verwalter mal wieder. Ja, dann verlieren wir da 33 Prestige. Davon haben wir da jetzt halt ein bisschen viel. Ah, dieser Mali hier. Ah, wir würfeln. Okay. Nein. Ja, okay. Nicht okay. Ist überhaupt nicht okay. Ist okay, supi. Okay, ja, super. Ja, gemischt, supi. Päpstliche Anerkennung des Jesuitenordens. Mein Gott. Eure Unterstützung des Jesuitenordens wurde wahrgenommen und wird vom Papst dankend geschätzt. Der Orden wurde 1534 vom Spanier Don Lopez de Rescalate, besser bekannt als Ignatius von Loyola, gegründet. Okay. Er war einer der eifrigsten Gegenreformierer und Erzfeind der protestantischen Bewegungen. Sehr gut, nochmals 10 Papsteinfluss, das ist doch schon mal nicht so unverkehrt. Gut, 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 gut. Gut. Ansonsten sieht es eigentlich sehr gut aus. Denen dort oben könnten wir rein theoretisch den Krieg erklären, wenn wir nicht nur mal Regentschaftsrat wären. Den müssen wir jetzt natürlich erstmal überstehen, beziehungsweise mal abwarten, dass der vorbeigeht und dann können wir weitermachen. Und wie ich sehe, hat Frankreich auch Frieden geschlossen mit den Ottomanen und auch Österreich hat hier oben zugeschlagen. Naja. Gut, okay. Das soll es für diese Aufnahme schon gewesen sein. Wahnsinn, wie schnell 25 Minuten vorbei sind. Okay, dann schauen wir mal, dass wir hier hinten das nächste Mal hier weiter erkunden und
Gucken mal, wo es dann, ja, wo wir noch was tun können. Solange wir halt den Regentschaftsrat haben, sind wir ein bisschen eingegrenzt in den Aktionen, möchte ich mal sagen. Okay, dann vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, Baba!